Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Bin es Kreativ Lucia. Ja, heute möchte ich mit euch die neuen Die-Cuts von Tim Holtz ausprobieren. Und zwar sind das so wunderschöne Federn. Ich finde die toll. Und ja, ich habe hier schon ein bisschen Pappe rausgesucht, wo ich denke, dass mir das gefallen könnte, die hier auszuschneiden. Und dann dekorieren wir die natürlich noch ein bisschen und machen was in meinem Journal. Wenn ihr das sehen wollt, bleibt dran und bis gleich. Als erstes zeige ich euch noch ein bisschen, was für ein Papier ich hier so benutze. Hier habe ich eins, das habe ich mit der Jelly Print mal gemacht. Oh, ich muss unbedingt mal wieder was mit der Jelly Print machen. Das waren so kleine, das war ein kleines Stempelchen und ich finde diese Farbgebung total hübsch. Da dachte ich mir, das kann gut was werden. Das Papier ist auch relativ hart. Dann habe ich hier ein Papier, wo die Struktur recht interessant ist und ja, so ein etwas Glamour hat das schon. Dann ein recht ich hätte beinahe gesagt, fades Papier, hört sich so böse an. Dann ein recht, normales Papier, was so ein bisschen ein Grau-Blau-Stich hat. Davon habe ich dann gleich zwei, genauso wie von diesem braunen Papier. Auch sehr schön finde. Hier ist eins aus einem Block, ich denke mal, der ist von Action gewesen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da sind beide Seiten sehr schön, genauso wie hier. Sehr interessant. Oh, und das finde ich auch richtig schön. Das könnte man sich für die Jelly Print auch nochmal, die Farben, sich nochmal merken. Das finde ich auch richtig schön, die Farben. Hier nochmal mit Struktur ein Blatt. Man sieht das, glaube ich. Ein sehr knalliges. Das holen wir auf jeden Fall ein bisschen runter. Ich brauchte aber irgendwas Oranges mal. Und hier ein Blatt, was auch so eine Struktur hat und wunderschön aussieht. Und wo ich schon mal ein bisschen was gestanzt hatte mit. Ja, aber wir haben ja hier noch genug Platz. Und mit den Blättern arbeiten wir. Ihr könnt aber jegliche Blätter nehmen, die ihr wollt. Ihr könnt auch ein ganz simples braunes Papier nehmen und es nachher dekorieren, anmalen, wie auch immer. Da sind die Fantasien keine Grenzen gesetzt. Also von daher, ja. Genau. Und dann haben wir hier die Federn. Die packen wir jetzt mal gemeinsam aus. Ich hole euch mal ein klein bisschen näher ran. Die kommen hier in so eine wunderschönen Behältnis, wo man das auch aufbewahren kann. Das finde ich auch richtig cool. Habe ich schon ab und zu bekommen. Das kann man so hier so auch aufmachen. Ist relativ stabil. Und dann holen wir die mal raus. Und sie sehen ziemlich einfach aus. Und war wunderschön. Also ich liebe Federn ja sowieso und Vögel. Ja, und die sind echt süß. So, und mit denen wollen wir jetzt mal arbeiten. Ich bin gespannt. Ja, was mich beide nervt ist, ist schon ganz schön gebraucht, dass ich immer wieder gucken muss, was auf was kommt. Und ich habe eine recht große. Ich kriege die relativ schwer eingefangen hier. Aber ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal, die auszustanzen. Ja, und ich habe hier so ein spezielles Tool von Tim Holtz, wo man das ausstechen kann. Man kann es aber theoretisch gesehen auch mit einer Nadel machen. Sehr knallig geworden. Aber die pimpen wir ja noch auf. So, jetzt haben wir hier einiges ausgestanzt. Ich habe hier ganz viele von diesen wunderschönen Federn. Ja, und jetzt wollen wir mal ein bisschen was damit machen. Ja, ich habe euch hier mal so eine kleine Auswahl hingelegt, was ich hier
herausbekommen habe. Viele finde ich schon jetzt sehr schön, nämlich die, die ich aus meiner Jelly Print rausbekommen habe. Hier zum Beispiel diese Feder oder diese hier oder diese hier. Da werde ich bestimmt nicht mehr ganz so viel mitmachen oder dran machen, besser gesagt, weil die sind so schon wunderschön, auch herbstlich. Die werde ich mir mal hier beiseite packen. Auch diese hier kommt da von der Jelly Print. Ja, und dann haben wir noch diese, die ein bisschen nackt aussehen, sage ich jetzt mal so. Ja, und da gucke ich mal, dass ich jetzt verschiedene Farben vielleicht mal hier mache. Die mal hier beiseite und mache mal mein Lichtchen an. Ich weiß nicht, ob das sinnvoller ist. Doch, ich denke schon, da könnt ihr ein bisschen mehr sehen. Zumal auch hier diese, ja, da könnt ihr auch diese noch mal ein bisschen schöner sehen. Ich glaube, ja, ich zeige euch das jetzt mal so. Die Jelly Print Federn sind so schon sehr schön geworden und da werde ich wahrscheinlich nicht mehr viel machen. Ja, und dann habe ich diese Auswahl hier und eine ganze Schüssel voll mit verschiedenen Federn. Die Schüssel habe ich übrigens auch aus der Tauschbox. Ich finde die richtig schön. Ja, aber das ist mal was anderes jetzt. Ein anderes Thema. Die sehen hier noch ein bisschen nackt aus und die wollen wir ein bisschen verschönern. Ich habe mir jetzt einfach mal ein paar hier rausgelegt und überlege jetzt ein bisschen, was ich da machen könnte. Also in meinem Kopf sind immer so Sprenkel da und ich nehme mir jetzt einfach mal eine von denen. Am besten jetzt mal so eine schlichte. Und da überlege ich, ich möchte gerne so ein bisschen Rostfarben aufbringen. Ich habe hier dieses wunderschöne von Ecoline, eine wunderschöne Farbe, die so eine Rostfarbe macht. Ich weiß selber noch nicht genau, was ich möchte. Ich werde mal hier so ein bisschen auf den drauf packen. Da sieht man noch nicht viel. Aber wenn man jetzt mit dem spritzt, seht ihr das, wie schön das ist. Da werde ich jetzt gleich mal reintunken und mal ein bisschen gucken, wie das ausschaut. Wenn ich die einfach mal hier so durchfege. Ja, da macht sich schon schön was breit. Die lasse ich jetzt mal so. Guck mal, wie das ausschaut, wenn ich die hier durchziehe, diese neonfarbene. Die Farbe ja an sich furchtbar. Also diese hier, diese Hauptfarbe. Aber hier sieht man auch schon schön. Muss ich hier echt mal gucken, dass ich. Die krümmen sich natürlich jetzt. Bis ich das aufmache. Und erstmal anfangen. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt diese hier durchziehe. Am besten gleich von beiden Seiten, weil die andere Seite sieht für mich gar nicht schick aus. Obwohl, die hätte ich eigentlich auch wieder beide Seiten machen können. Oder wir machen das so, dass wir hier so einen draufpacken und dann sprühen. Gucken, was dann passiert. Einfach mal ein bisschen spielen. Guck mal, wie schön das hier rauskommt. Ich hoffe ja auch, dass da so ein bisschen Tiefe reinkommt. So. Thank you.
wachsen jetzt alles. Forest Moss ist auch eine sehr schöne Farbe, wie ich finde. Und ich möchte auch ein bisschen Grün da reinbringen. Mal schauen. Ne, die wollte ich jetzt eigentlich nicht nehmen nochmal. Obwohl, ja, nee, die werde ich dann separat machen. Aber hier, schauen wir mal. Vielleicht direkt reingehen. Ne? Ist auch eine Idee. Nee, passt nicht. Will nicht. Okay, wo ist meine Spule? Oh, meine Finger, die sehen nachher wieder ganz klasse aus. Das macht gar nichts. So, machen wir ein bisschen hier. Mischen wir ein bisschen. Oh ja, das sieht sehr schön aus, ich glaube. Davon machen wir ein paar mehr. Ja, und wie ihr seht, ich spiele da einfach rum. Ich tue da Gesso drauf, ich tue da die Inkpads drauf und was mir gerade einfällt, welche Farben mir auch gerade in den Sinn kommen, wo ich Lust drauf habe. Ja, es ist eine schöne Schmiererei, aber es macht irre viel Spaß, Leute. Echt, also probiert es einfach aus. Ich habe da auch überhaupt keinen Plan, was ich da tue. Aber ich tue es einfach. Ich nehme eine Farbe nach der anderen, die mir gefällt. Und ja, tupfe, sprenkel, kleckse mit Wasser, mit verschiedensten Materialien. Und das ist ja gerade das Coole an Junk Journal, finde ich, dass man einfach machen kann und mal frei gestalten kann. So, und ich habe auch noch von diesen Distress Ink Sachen und Distress Oxide Sprühflaschen. Hier habe ich eine zusammengemischt selber und sprühe da jetzt mal so ein bisschen drauf und guck, ob da auch so Sprenkel entstehen. Und irgendwie merke ich jetzt auch gerade, es ist leichter mit dem Sprühflaschen das zu machen. Ja, und hier habe ich auch einen Mix, den ich einfach mal ausprobiere. Ja, so ist das ein bisschen leichter. Es ist natürlich eine sehr nasse Angelegenheit, deswegen fange ich jetzt auch schon wieder an, mit Gesso da so ein bisschen rumzuspielen und das ein bisschen härter zu machen, das Material, also die Blätter, weil manche sind halt doch, habe ich gemerkt, die halten dem Ganzen nicht so stand. Da war doch ein bisschen zu wenig Festigkeit drin. Das Blatt jetzt zum Beispiel, was ich hier nehme, ist natürlich sehr fest und das kann das besser ab. Ja, aber gut, man lernt ja. Eigentlich würde ich am liebsten die so hinlegen und einfach besprühen. Ich habe auch noch ein paar andere Farben. Forest Moss. Perfekt. Perfekt, da geht's bald nimmer. Und dann gucke ich mal, was passiert. Ich finde diese Farben so genial. Das ist jetzt natürlich eine extreme Farbverschwendung, habe ich so das Gefühl, aber ich kann da hier noch ein paar reinlegen. So. Und hier seht ihr nochmal so einen kleinen Zwischenstand. Das sind jetzt die, die ich auf das Backpapier gelegt habe. So, ich habe mir jetzt hier ein paar zurechtgelegt, die ich noch ein bisschen verzieren möchte. Ich nehme jetzt hier die Acrylfarbe, das ist von Amsterdam, ein Schwarz. Und tue da ein bisschen was rein. Das mische ich dann am besten mit ein bisschen Wasser. Flüssig wird. So. Jetzt nehme ich spaßhalber gleich mal diesen hier, den klassischen Spritzpinsel hier. Ui, ja, sehr schön.
Ich mag das ja, wenn das so individuell da drauf kommt. Ganz zufällig. So. Also ein paar lasse ich so, wie sie sind. Und ein paar verändere ich natürlich. Jetzt gucke ich mal. Ich überlege gerade, ob ich hier diese Palette einfach mal ausprobiere. Die ist wohl richtig gut. Die Aquarellpalette. Die gab es mal bei Action, glaube ich. Aber muss jetzt erstmal richtig angerührt werden. Ich finde diese Farbe so toll hier. Diese Kupferfarbe. Oh ja. Hat auch was. Einfach mal rauf hier. Schön ist auch, oder eine Idee wäre für mich jetzt auch, ich kann da ja genug ausprobieren, ich habe ja genug von diesen, dass man einfach mal jetzt, na gut, mit dem Schwarz weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, aber ich guck mal, so hier rüber geht. Das hat ja nun echt was Blattartiges, schaut mal. Es ist ein bisschen groovy. Müsste man eigentlich machen, ohne dass man dieses Schwarz vorher drauf hat. Aber ich lasse das jetzt einfach so mal als Test. Dann rühre ich mir noch ein bisschen Gold an, würde ich sagen. Dafür nehme ich diese Paste hier. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und ja, dann kommt da auch wieder Wasser zu. So eine Art Fächerpinsel hier. Die müssen ja auch mal benutzt werden, wenn man sie schon hat. Ne? Huch. Ja. So, gucken wir mal. Oh ja. Ich finde das so cool, wenn man so richtige Fetzen drauf macht. So wupp. Naja, für diese Blätter, die ich hier habe, ist das Abstrakte gar nicht schlecht. Manche Farben gefallen mir halt überhaupt nicht. Und da kann man vielleicht noch mal ein bisschen was rausholen. So, die lasse ich jetzt auf jeden Fall so trocknen. Die gucken wir uns nachher mal in Ruhe an, was da draus so geworden ist. Aber hier muss noch ein bisschen was drauf. So, ja, mal schauen. Genau. Ja, ihr seht, was hier für eine Katastrophe herrscht gerade. Ja, wenn ich erstmal im Fluss bin, dann geht's aber richtig los. Ich finde, es sind tolle Sachen dabei rausgekommen. Ich werde die jetzt mal hier einsammeln und mal ein paar in die Kamera zeigen. Also, ich finde die echt schön geworden. Hier seht ihr, die andere Seite ist manchmal nicht so bekleckst oder so. Also da ist jetzt nicht viel passiert. So sieht man auch den Unterschied, finde ich. Zu vorne bekleckst, hinten nichts. Aber die meisten Federn klebe ich ja auch auf in den Journals. Von daher, ja, ja, denke ich mal. Ist das auch in Ordnung? Auch sehr, sehr schön geworden. Noch mal eine von hier. Die glitzert so schön hier. Gerade diese hier finde ich auch total hübsch geworden. Also es hat richtig was. Auch hier. Das glimmert nämlich noch so durch dieses Papier, was ich vorher benutzt habe. Also schau mal dies hier an. Das finde ich auch richtig toll.
Da hat man jetzt echt eine Menge Auswahl an verschiedensten Federn. Hier ist zum Beispiel die eine, nur weil ich diese Abdrücke hier gemacht habe. Also toll aus. Oder hier, da ist leider mir der Stängel abgegangen, aber das macht nichts. Federn sehen ja auch nicht immer gleich aus. So, das, die hier finde ich auch richtig toll geworden. Ja, und hier zeige ich euch gleich mal, das hat die Kamera leider nicht aufgenommen. Hatte ich so ein bisschen gemalt mal, einfach so ein bisschen grob ein Federkleid und das sieht auch richtig toll aus. Habe ich einfach mit so einem Fineliner gemacht. Die habe ich hier so gelassen, damit ich auch mal ein bisschen was Neutraleres habe. Und die hatte ich noch gelassen, das waren ja die von meinem, nee, die hier nicht, die ist auch noch bemalt. Aber diese hier waren ja noch von meinem Jelly Print und ich fand die so schön, wie sie sind. Vielleicht mache ich da auch noch so ein bisschen so ein Federkleid drauf malen. Mal schauen. Aber je nachdem, für welches Projekt man die dann auch benutzt. Ja, ich werde jetzt mal hier ein bisschen aufräumen und ja, werde die auch mal benutzen mit euch in einem Projekt. Und schauen wir gleich mal, was wir hiermit machen. Also ich finde sie richtig toll geworden. So, jetzt habe ich mal ein Papier hier rausgeholt. Das sieht ja in der Kamera gar nicht so schön, finde ich, obwohl es geht. Das ist kaffeegefärbt. Ich glaube, da habe ich auch so kleine, ich weiß gar nicht genau, wie ich das gemacht habe, ob da Salz drauf war. Ja, auf jeden Fall mit Kaffee gefärbt. Und hier habe ich von Tim Holz diese wunderschönen Vögel. Das habe ich gerade neu, wenn ihr das suchen wollt. Ich glaube, das ist die Nummer. Oder ist das Bird Feather? Vielleicht gebt ihr das ein mit Tim Holz. Ich finde das wunderschön und viel zu selten sehe ich das eigentlich so irgendwo. Und hier ist auch eine wunderschöne Feder bei. Zum einen, und ich möchte gern einfach mal ein, zwei Sachen davon stempeln und das bringen wir dann mit in das Journal mit ein und suchen uns dann eine Feder raus. Und ich glaube, ich werde die hier benutzen. Die ist so toll. Ja, gucken wir gleich mal. Fangen wir mal an. Ich nehme wie immer mein Stats On. Das ist das ist wasserfest und ja, ist einfach für mich das Beste. Gucken wir mal, wie das schön wird. Ja, oh ja. Super schön. Super schön. Da ich das nachher ausreißen oder ausschneiden werde, kann ich mir eigentlich auch gleich noch einen zweiten machen hiervon. Ja, bevor man das sauber macht, ist immer so. Ja, macht man lieber gleich ein, zwei mehr. Das ist sogar noch ein bisschen deutlicher geworden. Die Stempel mache ich gleich sauber. Dann die beiden Eier, die finde ich auch super interessant. Also, ups, so. Vielleicht, ja, nee, ich mache die einzeln. Ich mache die zuerst hier. Ich liebe die Stempel von Tim Holz, also da lohnt sich das wirklich, das auszugeben. Ich habe mittlerweile so viel Stempel und auch so viel schlechte gehabt. Oh ja, guckt euch das mal an. Yes. So schön. Toll. Vielleicht noch ein Ei dazu. Oh. Naja. Dann wollte ich mal gucken. Ich wollte erst den Vogel nehmen. Den habe ich aber schon mal irgendwo drauf gestempelt. Vielleicht nehme ich den mal. Der sieht doch auch süß aus, wie er da so fliegt. Zack. Vielleicht brauchen wir gleich noch ein zweites Blatt. Oh. Habe ich das jetzt nicht? Das habe ich noch gar nicht benutzt, wie ihr seht. Sollte ich denn die Sachen benutzen, ne? Ui, ein schöner Vogel. Der gefällt mir auch richtig gut. Ich überlege nur gerade, ob ich das vielleicht auf etwas Helleres stempel. Hier habe ich auch so ein kaffeegefärbtes Papier.
Können wir gleich ein paar mehr machen. Schon mal in die Kamera gezeigt, das nehme ich immer zum Saubermachen. Das habe ich jetzt schon echt lange. Und schaut mal, ich gehe hier einfach so rauf, mache auch hier oben das immer ein bisschen sauber. Ne? Dann nehme ich so ein Tuch und wieder rüber. Klar, man kann es ein bisschen sauberer noch machen, aber ja, dafür, dass es ein bisschen sauberer werden soll. Und ja, geht das schon. So, was wollte ich jetzt gerade machen? Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte das in einer anderen Farbe stempeln, aber ich glaube, das mache ich jetzt mal mit dem hier. Weil ein Nest ist ja auch nicht schwarz. Wir machen das mal mit Braun. Mal schauen. Wenn wir das so gut sauber kriegen. Ja, geht gut. Braune Farbe drauf. Da guck mal, so sauber kann man den Stempel bekommen mit dem Zeug. Und wenn man irgendwie auf dem Tisch was drauf hat, ist es manchmal schwer, dann diese Stempelfarbe wieder abzubekommen. Und oder auch hier den zu reinigen, geht rucki zucki mit diesem Zeug. Mach das jetzt nicht, weil dann wäre ich morgen noch hier, wenn ich alles sauber machen würde. Jetzt suche ich. Genau. Ich habe hier nämlich auch in Black, Quatsch, in Braun, was auch immer. Ich muss mal gucken, ob ich die in der Infobox verlinke. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dann machen wir das mal mit Braun. Mal gucken, wie das ausschaut. Obwohl Braun auf Braun ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ne? So. Achso. Erstmal hier ruf. Dann schauen wir mal, ob es sich überhaupt lohnt. So, nehmen wir mal die helle Stelle hier. Nehmen wir mit dem Braun drauf. Oh ja. Oh ja, Leute, guckt mal. Wunderschön. Da sieht man das detailliert. Wie detailliert das alles auch ist. Toll. Okay, gut, das ist auf jeden Fall praktisch. Sehr schön. Ja, dann fangen wir mal an und stempeln wir morgen auch noch. So, ich habe mir jetzt hier schon mal was vorbereitet und zwar ist das hier ein Tag, den ich mal ausgestanzt habe, meine ich. Und ja, habe hier so ein Stück Papier genommen und habe überlegt, ob ich das vielleicht hier einfach drauf mache. So als Tasche sozusagen. Aber schauen wir mal, ich werde den Tag jetzt kurz noch mal ein bisschen verzieren. Ihr seht, es sieht sehr chaotisch hier aus, aber auch sehr interessant, finde ich teilweise. Ich werde da jetzt einfach mal mir einen Pinsel nehmen und das ein bisschen mit Kaffee. Das ist jetzt ganz normal, das Kaffee, ganz normaler Kaffee, den ich hier stehen habe. Ja, wenn ich den mal nicht ausgetrunken habe, dann tue ich den da rein oder so mal ein bisschen Kaffee da rein. So. Und dann habe ich hier noch einen, der ein bisschen, oh, das ist richtig schwarz. Das ist einfach nur ja, Kaffeepulver. Mal gucken, ob wir den hier so ein bisschen, oh, sieht auch schön aus. Yes. Ja, vielleicht einfach ein paar Verzierungen hier so rauf machen. Muss ja nicht immer spritzen. Hier. So unsere Federn hier so drauf bringen. So, und das lasse ich jetzt erstmal trocknen. So, und wo es jetzt getrocknet ist, nehme ich für die andere Seite eine Buchseite, mache mir da eine Linie drum, schneide das aus und ja, damit die andere Seite nicht so leer aussieht, klebe ich das da drauf.
Ja, nun, das stresse ich das alles, damit, wenn da doch noch Ecken übergeblieben sind, man das auch nicht so sieht, und weil ich es einfach schöner finde. Und schneide vorne noch die Überreste ab. Ja. So, und dann kommt jetzt die Crocodile zum Einsatz. Ja, merke aber, dass das Loch viel kleiner ist, weil das Vorgestanzte sehr groß war, aber das macht nichts. Ich suche mal da jetzt ein, ich weiß gar nicht, wie heißen die Dinger nochmal, heraus. Ja, und befestige das Ganze, und somit haben wir schon da oben das Loch fertig. Tja, nun überlege ich gerade, wie bringe ich jetzt dieses Nest da drauf? Und schneide es jetzt, reiß das jetzt noch etwas kleiner ab und überlege, ob das so auch gut aussehen könnte. Und ich finde gar nicht so schlecht. Jetzt genauso der Vogel. Aber da merke ich, das ist mir zu grob. Deswegen schneide ich den gleich auch noch ganz aus. Also ja, das fand ich dann doch schöner. Ja, nun distresse ich noch das Nest, weil da sind ja noch so weiße Überschüsse dran, und ja, überlegt mir auch gleich den Vogel noch zu distressen. Mache ich auch gleich noch. Und ja, da fliegt mir der Vogel auch schon ins Nest. So, und hier merke ich auch schon, oder ist mir schon bewusst, dass wenn die Flügel überstehen, ist das viel zu labberig. Also werde ich den Vogel nochmal auf etwas Pappe kleben. Lustigerweise auch eine Tim-Holz-Verpackung war das. Und ihn somit ein bisschen fester machen, damit das Flügel da nicht immer in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn er da an dem über dem Tag hängt. So, und jetzt habe ich da so eine kleine Idee. Ich werde das erstmal aufkleben. Ja, ihr seht schon, ich mache es mir auch nicht zu kompliziert. Sonst würde das Video echt Ewigkeiten dauern. Da könnte man schon extra Video drehen, nur für diesen Prozess hier, den hier drauf zu bringen. Ja, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, was man mit den Federn so machen kann. Ja, das wäre schade, wenn das Video jetzt so kurz dann weg, also das wäre schade, wenn das Video jetzt so aufhört. So, ja, okay, das war's dann. Ich nehme jetzt hier nämlich diese kleine Platte, die ich neu habe. Das ist richtig praktisch. Ich überlege mir jetzt nochmal, wo ich den Vogel anbringe. Oh. Ich denke mal ungefähr hier. Und mache jetzt mal was. Mal gucken, ob das sinnvoll ist. Ich nehme jetzt hier so ein Schneideteil. Mir hier mal rein. Einfach mal rein. Ich hoffe, ich komme da durch. So. Mal gucken. Ja, sehr gut. Ich habe nämlich da nur eine Idee. Und zwar möchte ich, und das wäre schön, hier die Federn reinstecken. Die kommen dann da so raus. Ja, dann mache ich jetzt erstmal den Vogel da drauf. Da habe ich echt Glück gehabt. Das sieht jetzt echt gar nicht so schlecht aus. Das, was da gerade so sich abzeichnet. Ja. Der muss jetzt erstmal ein bisschen trocknen und haften hier. Und das wollte ich echt, ob ich mir was anderes mit dem Bild einfallen lasse. So. Und dann war meine Idee. Ich weiß noch nicht mal, welche ich nehme. Hier. Federn. Vielleicht sogar tatsächlich lieber solch eine.
Ich überlege, distresse ich die jetzt oder nicht? Ich probiere es mal. Ich probiere es einfach mal. Oh ja, sieht gut aus. Müsste man vielleicht nicht für alle machen. Aber ich glaube, für das hier jetzt wäre es gar nicht so schlecht, damit die so ein bisschen raussticht. So, das ist jetzt eine ziemlich simple Methode. Mal gucken, mal, zwei auch gut aussehen. Ich wollte ja eigentlich diese grüne nehmen. Die gefiel mir richtig gut. Und jetzt, wenn man die distresst noch ein bisschen, sieht das richtig toll aus. Könnte man eigentlich mit jeder machen. Glaube ich doch jetzt. Mal ausprobiert hat und die jetzt hier reinzustecken. Das hat echt was, sieht echt schön aus. Und so glänzend wäre hier noch, kann man dann halt auch rausnehmen. Ich würde überlegen, ich gucke, was ich hier noch für Federn habe. Ich glaube, da wäre der Kontrast jetzt nicht so schön, obwohl ein bisschen was, das war ja die gebrochene Feder. So eine. Ich mag diese alleine schon viel lieber. Obwohl, das sieht auch. Kann man auch so machen. Ja, wie man möchte, ne? Wie es einem gefällt. Vielleicht diese hier ist auch süß. So. Oder ein bisschen tiefer reinstecken. So. Diese hier zum Beispiel, vielleicht als dritte, sieht auch toll aus, doch, das gefällt mir. Ich werde die beiden mal, burp, komm raus da, geh mir nicht noch mehr kaputt, die beiden mal distressen. Wieder fast ein bisschen zu doll. Ich versuche es jetzt nämlich gerade mit Ground Espresso. Aber eigentlich geht das immer jetzt so. Ich mag das. Das sieht richtig schön aus. Klar, es schält so ein bisschen ab. Man könnte es auch theoretisch gesehen einfach richtig rankleben. Ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Ich mache jetzt hier erstmal nochmal eine Runde fahren hier. Habe ich vorne noch nicht gemacht, wie ich gerade merke. Aber an und für sich ist das auch schon sehr schön. Jetzt nehme ich mir hier so einen Faber-Castell Stift, der auch aquarellflüssig malt, wenn man ihn mit Wasser aktiviert. Und ja, damit mache ich ein bisschen noch Schattierung um das Vöglein herum und auch nachher ein bisschen beim Nest. Hier sieht man nochmal, dass sich auch der Kaffee da unten ein bisschen löst. Das fand ich aber überhaupt nicht schlimm. Ich fand das sogar sehr schön, dass da so eine etwas ja, bräunlichere Schattierung stattfindet. Nun ist mir aufgefallen, dass es aussieht, als wenn der Vogel so einen abstehenden Schnabel hat. Das versuche ich jetzt noch ein bisschen auszubessern. Später sieht das aus, als wenn das einfach ein Schatten ist. Ja,
Das habe ich jetzt so ein bisschen ausgebessert. Das kann man ja auch individuell machen. Jetzt hole ich all meine weißen Stifte mal raus und gucke, ob ich da vielleicht das Auge mache. Aber das hat mir nachher nicht gefallen. Das war zu extrem. Jetzt versuche ich das ein bisschen abzudecken. Auch so war es nicht schön. Und dann habe ich einfach das Weiß ein bisschen da so über den Vogel gemacht, damit man den ein bisschen deutlicher sieht. Also durch diesen Schatten, der da entstanden ist, sah man so die Schnauze, hätte ich beinahe gesagt, von dem Vogel überhaupt nicht mehr, den Schnabel. Und da habe ich einfach das ein bisschen aufgehellt. So, jetzt kommt da natürlich oben noch ein Band dran. Ja, mit einem ganz einfachen Knoten dran gemacht und ein bisschen gekürzt das Ganze. Und mir ist aufgefallen, das ist mir ein bisschen zu hell. Dann habe ich einfach ein bisschen drüber gefärbt. Ja, ich habe Vintage-Foto mit Wasser zusammen da ein bisschen drüber gemacht und reingetunkt. Und ja, dann war das auch für mich fertig. So, dann nehme ich mein neues Vintage-Journal jetzt mal und ich guck mal, wo man das hier schön einbringen kann. Also hier wäre das ja schon wunderschön auf der ersten Seite. Das würde schon richtig gut passen. Also noch habe ich hier nichts zum Reinstecken, aber das kann man ja ändern. Oder hier wäre natürlich dieser Glanz zu extrem. Da wollte ich eh noch was dran machen. So eine schlichte Seite wäre auch perfekt mit diesen schönen Stichen an der Seite. Ja, nur mal damit ihr so einen Eindruck bekommt, wo man das so hinpacken kann. Ich meine, auch hier sticht das sehr schön raus. Hier ist noch im Hintergrund diese Feder von Tim Holz. Hier wird es mir mit am meisten gefallen. Aber leider hat dieses Journal, wie gesagt, noch nicht so viel Täschchen, wo man das anbringen kann. Hier ist es zum Beispiel auch sehr schön. Das würde das hier gleich so ein bisschen komplementär machen mit dieser Farbe. Hier ist zum Beispiel auch der Vogel, den ich euch schon gezeigt habe. So zum Beispiel, dann sieht man das ja auch schon so durch. Also es gibt so viele Möglichkeiten, das in eurem Journal einzubringen. Hier finde ich es auch richtig toll. Also vielleicht soll ich tatsächlich, hier sieht es so ein bisschen herbstsommerlich aus. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das gefällt mir auch richtig toll, wenn hier dann so ein Täschchen hinkommt und man das einsteckt, das wäre super. Ja, vielleicht mache ich das tatsächlich. Oder man könnte auch es einfach als Duckspot machen. Nur dann habe ich mir natürlich die Seite jetzt umsonst gemacht. Hier kommen ja jetzt so eh die Federn raus. Das stört mich jetzt aber nicht besonders. Ja. Wie gesagt, man kann das halt echt überall in dem Journal einbauen. Und ja, vielleicht habe ich euch ein bisschen Inspiration gegeben. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch diese Stanzen von Tim Holz benutzt oder was ihr damit macht oder welche Stanzen ihr benutzt. Ja, da kann man echt super viel machen und super viele Ideen haben, was man damit machen kann. Und ist das nicht wunderschön, wenn man das irgendwo dann in einem Journal einbaut und das wieder sieht und denkt, hey, stimmt, das habe ich ja gemacht. Hier sieht es zum Beispiel auch sehr schön aus. Stimmt, das habe ich ja mal gemacht und mir da die Mühe gemacht, die auszustanzen, zu dekorieren. Und ja, seid nicht zu perfektionistisch. Ich bin das eigentlich auch. Aber ihr seht, was da Schönes rauskommt, wenn man nicht so perfektionistisch ist, sondern einfach mal sich ausprobiert. Ja, ich freue mich auf ein neues Video mit euch und ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video, eure Biene. Ciao. Thank you.